Genau, bildet ruhig Partys, Leute. Ne? Also Partys machen ist erlaubt natürlich. Ihr sollt euch ja alle absprechen können, so wie wir das machen. Und jetzt will ich da reine Action sehen. Ich freue mich schon auf die Teams. Also absolut richtig geil. Ich freue mich auf jeden Fall auf Teamwork. Und solltest du das Video jetzt hier, weil das vielleicht richtig geil wird, auf YouTube sehen, dann hör bitte auf zu heulen, wenn ich den einen oder anderen oder sogar deinen Gamertag durch den Kakao ziehe. Das gehört zur Show. Also, und jetzt genießt die Show. So, Freunde, ich laufe erstmal weg. Sonst werde ich wieder verprügelt hier. Kommen wieder alle. Alle, die jetzt teamen, werden gebannt. Genau, bei Squad vor allem. Die Armen. Oh Mann. So, richtig nice. Was haben wir hier? Guck mal, wie sie alle hinten stehen, ey. Sehen mich nicht. Geil. Ach, nee. Schön, schön, schön. Solange es nur Kakao ist. Dirty, spielst du mit? Hä? Dirty, zockst du mit oder was? Und wenn ihr dann gleich ertrunken seid, am besten Party bitte. Pschst. Leg dich am besten hin. Nee, was ist denn hier? Ich hab einen Bug gefunden. Kommst du nicht hoch? Doch, geht. Ich schieb dich hoch. Ich hab's gemerkt. Hä, wie sofort vom Steven das nicht resubbt angezeigt? Wer mein Baby, Steven? Oh Mann. So, Leute, denkt dran. Genau, wir kommen über Wasser rein. Also bitte frühzeitig abspringen gleich. Also ich sehe ja, also ihr seht ja, sobald das B-Zeichen kommt. Einfach B smashen. Genau, B drücken dann, sobald das kommt, ja. Und dann rausspringen bitte, ja, direkt. Und dann steil runter ins Wasser. Also ab jetzt. Jetzt. Los, raus, 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 raus. Andere Richtung. Wer fliegt denn da weiter mit dem Orangenen? Dosenhahn, ins Wasser. Du musst ins Wasser fliegen. Du fliegst falsch. Ach da, ja. Ich warte mal lieber an Land, bis der Dosenhahn wirklich unten ist. Weil nicht, dass das gleich in die Hose geht. Dosenhahn, du musst nach links fliegen. Flieg mal bitte nach links. Ja, mach ich doch gerade. Der will ja nicht. Ja, weil ich sehe dich nämlich da einfach nur gerade. Du musst genau so weiter, weiter, weiter Richtung Wasser. Das ist ganz wichtig. Richtung Wasser. Also ich bin im Wasser drinnen. Naja, macht, ihr beide macht das schon. Genau so ist richtig, Dosenhahn. Sauber. Ins Wasser rein, ne? Schön gerade aufs Wasser. Ja, Junge. Na, auch einmal saufen. Ja. Okay, ihr beide geht gerade runter. Sehr schön. Jetzt muss nur noch Dosenhahn und dann, weil wie gesagt, ich muss der Letzte sein, ansonsten geht's halt nicht. So, Dosenhahn ist auch im Wasser. Ihr beiden seid ertrunken. Extremsterber und Mörgen. Einfach da jetzt beim Bildschirm bleiben, weil Extremsterber. Ja, ja. So, jetzt ertrinkt Dosenhahn und jetzt gehe ich ins Wasser. Sauber. Klappt doch. Es ist halt schade, dass man das so machen muss, weil es geht leider nicht anders. Tot. Genau. Und jetzt bleib einfach so bei dem Bildschirm, bis ich jetzt tot bin. Und dann kann ich zuschauen. So. Dass er immer mich ersaufen hat lassen, ist ja okay, aber dass wir es jetzt zu dritt machen müssen. Naja, besser so, als wenn wir es halt nicht gar nicht haben. Ich würde es ja auch den Leuten ermöglichen. Ja, aber es ist, ja, es ist halt es schade. Es ist ziemlich dunkel da unten am Grund. Ja, das stimmt allerdings. So, ich bin jetzt... Spielercharakter ist ertrunken. Nice. Zuschauen. Sehr gut. Hat geklappt, Leute. Alles gut. So, hier haben wir den Fatal-Clan am Start. Sehr cool. Fatal Fabi mit Brasco, Cassie und Chrissy. Cool, das ist ja geil. Schöne Teams jetzt hier. Hier haben wir Hark, Ei, die kenne ich gar nicht. Happy Debba. Und Adred Aris, okay, kenne ich alle gar nicht. Lord Nobody mit Midship, Mantis, Timber 1000 und Smokey, das wird interessant. Ghost ist ersoffen, Suicide ist auch ersoffen. Was ist denn da los? Ihr sollt doch spielen, Leute. Was ist denn da? Sag mal. Hey, yo, Vance, was geht? So, dann haben wir Kev mit Faced Metal, The Sniper Kill und Dunes. Dann haben wir GTA 7 Killer, Adam Walls und Max Halle. Die sind zu dritt alle. Let's Paddy mit Randy. Oh, Deadshot wurde erfahren. Also überfahren. Erfahren. Dumm. Starkorn und Panda Heiko sind in einem Team. Okay, bin mal gespannt. QS hat auch fast einen ganzen Clan zusammenbekommen. Mola, Unfug und
hemmungslos mit Dark Supercell. Ich bin mal gespannt, ob der sich als guter Teammate erweist. Deadshot ist verletzt im Team Lucifer, Virus und Mori. Ich glaube, das ist so ein random Team. Ich glaube, die kennen sich nicht wirklich. So, dann haben wir hier den DWC-Clan mit Beast, Real, Shadow und T-Bone. Dann haben wir hier nochmal Virus, DWC. Das waren sie schon, oder was? Bin ich schon alle Teams durch? Nee. Ja, doch hier, Dr. Simo mit Siva. Ich hoffe, dass das Siva heißt. Dann Dailing Cat und Isel, was? Lebola. Okay, komischer Name. Aber das Spiel läuft jetzt gefühlt mit 15 FPS. Ja, es läuft nicht so flüssig, ne? Es ist halt, weil es so voll ist. Ich denke mal, wir müssen das echt begrenzen. Weil, wenn wir zu voll sind, jetzt Marco Polo. Ich glaube nicht, dass das der Marco Polo ist. Oh, hier. Der Aura-Clan sitzt schon im Auto. Da geht's rund. Aura mit Xperia. Dann Freezy, weiß nicht, ob der dazugehört. Dann Hazard und TQ. Aber die waren doch vorhin zu dritt. Die Aura-Jungs. Ah, die Phantom Drop, das könnte lustig werden, weil da ist schon Action gewesen. Oh, jetzt. Uff. Yuki hat Versus rausgehauen. Oder besser gesagt, down. Ja, auf jeden Fall raus. Na ja, gut, die sind weitergefahren. Das sind Vanilla Bread. Okay. The Big Shot und TNR. TNR war doch auch ein Clan, glaube ich. TNR Moore? Ja, TNR war auch ein Clan. Benny spielt mit Crank, Playboy und Westside. Da bin ich mal gespannt. Starkes Team. Wo ist denn... Ich habe Dings noch nicht gefunden. Oh, Dobse Down. Dobse Down im Sinon und Yuki Clan. Ja, doch. Dann wird er wahrscheinlich zu GER wechseln oder was. Ha, haben wir das jetzt mal gedroppt hier, die Info. Ja, müssen wir mal schauen. Und jetzt Place Forever. Oh, Wolfieline ist raus. Virus Jakob ist raus. Heftig, da oben geht's schon rund. So, also, wo ist denn Dingens hier? Ich habe Dragon noch nicht gesehen. Oh, DWC Shadow nimmt TNR auseinander. Ich habe den Dingens noch nicht gesehen. Wo ist Dragon? Oh, das wird eine miese Zone, Leute. Ich habe Dragon noch nicht gesehen. Ich habe Dragon echt noch nicht gesehen. Wundert mich. Naja. Wir werden mal weiter durchscannen. Und dann schauen wir mal. Hey Doom, grüß dich. Oh, hier. Gummel ist dabei. Schön. Gummel mit Trap und Konike. Wolfieline ist leider schon raus. Aber schön, dass er dabei war. So. Simo, das Team hatten wir schon. Bachao hat hier einen Charger. Okay. Das sind bestimmt irgendwelche Randoms. Wie läuft denn das Spiel so? Ich meine, das sieht nicht so flüssig aus. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Der Krampi und der Arkzocker sind zusammen. Das sieht auf jeden Fall sehr ruckelig aus bei mir. Also schön ist anders. Der Hell Rampage hat QS Mola rausgehauen. Kopfschuss verpasst. Oh, hier ist Happy Happy 18. Das Happy Happy Team. Mit Mary Jane, Zack und Chris. 78-20-03. Könnte das Geburtsjahr sein? Dann ist er älter als ich. Aber ich habe immer nicht Dragon gesehen. Ist Dragon am Start, Leute? Also wenn jemand von Dragon erschossen würde, lasst es mich wissen, weil ich finde ihn nicht. Es wird neblig. Ich mag das. Das Wetter ist geil. Ah, hier ist der Dragon. Beim Stormy ist er mit drin. Cannabis. Cannabisha? Was? Nee. Cannabis Sascha. Alles klar. Dann wissen wir Bescheid. Und Rafiti ist auch im Team. Dann sage ich mal, das ist das Tanzteam jetzt hier. Anders kann es nicht sein. Bin mal gespannt, wie weit sie kommen.
Sehr schön. So, cool ist Unfug und hemmungslos sind auch raus. Was, wieso hat denn Unfug hemmungslos weggehauen? Was ist denn da los? Leute, Leute, Leute. Jo, leider nichts zum Schutz gehabt. Ja, Wolfilein, so ist das. Mäste nix. Ist halt kein Problem. Aber du warst dabei. Du warst dabei. Konaik haut Isel weg. Oh, ich glaube, Steven, das ist ganz schlecht. Ich glaube nicht, dass der Steven, dass der Vancy auf PUBG geht. Der will es nie wieder spielen, hat er mal gesagt. Also, habe ich gehört. Bin nicht da. Achso, der ist gar nicht zu Hause. Ja gut, dann, dann geht es natürlich nicht. Aber irgendwie ist echt Ruckelparty angesagt. Mann, Mann, Mann. Ich werde mal bei PUBG anrufen und werde sagen, Leute, wir bauen einen eigenen Server, der richtig Power hat. Was soll denn das? Wisst ihr, was krass ist? Ich sehe den Chat ja, ne? Ich lese ja fast alles, ne? Auch wenn ich da beleidigt werde oder so, das liest man halt, aber man geht dann meistens nicht drauf ein. Aber ich lese jetzt die ganze Zeit, machst du Squad, dann machst du Squad, dann kommt, machst du Solo, machst du Solo, machst du Solo, dann kommt, machst du Duo, machst du Duo. Leute, 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 ey. Ich meine, nichts gegen euch, das ist halt so. Jeder will sich halt spielen, aber Happy Dabba, du musst fahren. Er lenkt, aber er fährt nicht. Was ist los, Dude? Ah, jetzt geht's. Das war ja geil, ey. Komm mal. Anders noch nicht gefunden. Uff, hier wird er richtig geballert gerade. Oh, 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 oh. Das sah aus, als wenn der Sniper-Kill kriegt hier richtig die Shots ab. Der ist fast down, Mann. Und der Dude hinten drauf, dem geht's gut. Mit Kev. Kev 3974 am Start. Ansonsten wäre ich dabei gewesen. Custom Games sind nice. Das hat er nicht gesagt. Wenz, warte mal. Nice. Machst du Stream aus? Nein, Chris. Du beleidigst mich immer. Ach, schön. Hier ist wieder das Lord Nobody Team mit Timber und Smokey. Oh, da bin ich mal gespannt. Das ist. Also jetzt kann man eh noch nicht viel sagen. Die Zonen sind noch recht groß. Aber wir haben nur noch. Das wird ja Milter Power, Milter Zone. Da bin ich mal gespannt. Oder die kann noch nach Novo Brio oder wie das da heißt. Was? Wie heißt das nochmal? Novo. Nach Novo runter. Hm, muss mal schauen. Was ist mit Dr. Simo los? Hup, der hier rum. Ich glaube, der Rika ist nicht am Startstecher. Ich glaube, der Rika ist Familientag heute. Er ist nicht am Start. Ich denke mal, wenn, dann sehr spät, wenn. Die Zone kommt. Das wird jetzt Base für einige. Dailing Cat. Dailing Cat. Sagt mir irgendwas, der Name. Irgendwas... Crank ist mit Playboy hier auf dem Stissel. Die sind am Rumfahren. Die sind nämlich noch in der Zone. Also außerhalb der besten, schlechten Zone. Uff, uff, uff. Mr. Danis, du musst dir mal eins merken. Wenn ich Infos habe, dann landen die am Sonntag in meinen Videos. Einfach die Videos abchecken. Wenn da nichts drin ist, dann habe ich keine Infos. Und selbst wenn ich Infos hätte, die ich aber nicht verraten dürfte, glaubst du mir, dass ich sie dann im Stream verraten würde? Nein, würde ich nicht. Red Flecki, guten Tag. Wer ist denn T503? Mit Monsieur und Point. Und Karl Cox zusammen. Aber warum fährt er alleine? Warum hat er seine Dudes nicht bei sich? Andret hat in der Zone das Weite gesucht. Dragon, Sturmleiche und Graffiti müssen... Ey, das Hans-Team darf nicht verrecken, Leute. Ihr müsst in die Zone kommen. Okay, die sind in der Zone. Sehr gut. Zichni hat es in der Zone erwischt. Nicht so geil. Von Zichni war heute nicht so viel zu sehen. Eigentlich ein starker Spieler. Pacho ist raus und Face Metal hat es in der Zone erwischt. Chacha hat es auch erwischt. Mori ist runtergefallen und tot.
Na, sowas aber auch. Andret ist jetzt endlich tot. Was, war der noch nicht richtig tot? Fritz, guck mal links von dir. Ja, genau, nimm die Pillchen mit. Alter, wir haben noch 64 Überlebende. Hör mal, warum schießen die da auf euch? Was soll denn das? Tschüss, viel Spaß noch. Was soll denn das da? Pauli und Peter, tschüss. Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Gargamel hat gefollowt. Danke dir, Gargamel. Das ist auch ein starkes Team hier, wenn ich das mal so erwähnen darf. Sinon, Blaze Forever, weiß ich jetzt nicht so richtig, aber Dobse und Yuki. Auch nicht schlecht. So, Dailing Cat wird es wohl nicht schaffen, glaube ich. Hat 15 Verbände und einen Verbandskasten. Sollte er sich mal was drücken langsam. Vielleicht den einen oder anderen Döschen. Leute, bis dann. Und dann das eine Döschen mal reinziehen. Bitte merkt euch, Leute, Sargbefehl während den Runden nicht. Dankeschön. Nicht ausnutzen, ansonsten schalte ich ihn aus. Aber ciao, Florida. Also irgendwie will er nicht, oder was? Weil der stirbt sonst. Was macht er denn? Hat er noch ein Stück. Aber ein ganz schönes Stückchen. Der ist ja gerade mal bei den Ruinen. Und Benny ist da ganz hinten. Was ist denn da los? Benny und Tunes? Was ist denn bei euch passiert? Na das muss aber in den Report, Freunde. Das kann ja wohl nicht sein. Sollen das? So. Harvey Key, Wallace, Max Halle, okay, da bin ich mal gespannt. Sorry, ganz so bald, ja, das habe ich mir schon gedacht. Das habe ich mir gedacht, Flo. Hier. Bis morgen früh auf Twitter. Bring mir einen Kaffee mit. Denk dran, ich darf morgen ausschlafen, Leute. Nicht, dass mich einer weckt. Ich habe dich nicht verstanden, was? Ich habe nicht gesagt, dass ich Urlaub habe. Ich habe gesagt, ich kann ausschlafen. Jetzt habe ich beides nicht verstanden. Das ist nicht schlimm. Wir sehen uns am Dienstag. Ach nee. Und denkt an, Leute, am Mittwoch muss ich Krankenhaus. Das heißt, ich weiß nicht, wie lange ich da bleiben muss. Deswegen könnte ich, ne, wie gesagt, folgt auf Twitter, Insta und Discord. Ich werde es berichten, wie lange ich dann nicht hier sitzen werden kann oder sitzen könnte, kann, werde, weiß ich nicht. Sage ich euch Bescheid. Also ihr werdet es auf jeden Fall erfahren. Ist nichts Schlimmes, alles gut, ich berichte dann. Bitte während der Ausschlüpfphase bitte nicht den Sack. Das ist gut. Ich spamm dich so zu. Ja, Chris, mach das. Fang mal an. Ich will was sehen davon. Let's do this. So, DWC-Clan. DWC-Clan ist auch noch da. Aha, komplett. Unfug, wir sind raus. Danke, hat Spaß gemacht. Dir und dem Chat noch einen schönen Abend. Ja, Unfug, alles klar, dir auch. Danke, dass ihr dabei wart. Tschüss. Und danke fürs Tschüss sagen. Macht auch nicht jeder. Ah, wenn ich hier mit dem Extrem sterbe und mit dem Stecher auf der Map wäre jetzt, Junge, wir würden euch fertig machen, Leute, glaubt's aber. Wir hätten, ach, und der Manu noch als Fahrer dabei. Wir hätten jedes einzelne Team hätten wir uns geholt, ne, Manu? Ah, ich glaube, so viel Munition hätten wir gar nicht gefunden, ey. Naja, ihr könnt nur froh sein. Könnt echt nur froh sein. Hab gerade auf Insta gefolgt. Ich gucke, ob das stimmt, Schmilli. Ob das stimmt, werden wir jetzt gleich sehen. Das stimmt sogar. Schmilli folgt dir jetzt. Ah, okay. Alles klar. Und der Heiko folgt mir auch auf Dingens. Alles klar. Alles klar, Leute. Sehr gut. Sehr gut. Happy Dabba ist doof. Oh, ist rausgeflogen. Von Midship weggehauen. Oh, tot. Am Arsch. Der Happy Dabba. Was für ein Name. So, DWC-Clan ist... Wo sind die denn hin? Wo geht's denn für die hin? Ah, okay, die gehen in den Süden runter. Okay. Ja, langsam lichtet sich das Feld. Mensch, der Benny läuft immer noch. Holy shit. Benny, kriegst du da kein Auto da hinten? Du Ärmster. Lord Nobody hat da gerade einen... Graffiti haut Freezy T weg. Uiuiuiui, da wird aber gerade hier... Zack, 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 zack. Graffiti hat gleich zwei umgefahren. Ja, er hat zwei weggeballert. Oh, Monsieur on point mit Karl Cox hier oben am Steinchen. Ah, das ist... Hier haben wir das Team vom GTA 7 Killer. Die sehen da hinten auch welche. Das ist Team 15. Schade, dass man hier nicht noch so eine Teamübersicht einblenden kann. Ist sowieso alles schade, dass man hier gar nichts machen kann als Zuschauer. Die sollen mal den
Oh Mann, der Benny ist immer noch am Rennen. Er hat noch 12 Verbände, ey. Crazy. Und er findet einfach kein Auto, ey. Aber Benny gibt nicht auf. Finde ich nice. Aber die Zone wird ihn langsam... Langsam, aber sicher wird sie ihn holen. Ja, Benny, spring doch mal. Ja, Benny, da gibt's nichts, ne? Da kannst du halt... Karl Cox ist weg durch Harvey... Was? Wie heißt das denn? Hawkeye. Hawkeye heißt das. Oh, Blaze Forever hat hier einen Ghillie Suit und der... Sinon auch. Was haben die denn da drinnen, Mann? Das ist ja ein richtig fetter Dingens. Das müsste das Auto sein, oder? Eigentlich schon. Aber da ist nichts mehr an Auto zu sehen. Weil sonst wären sie jetzt, glaube ich, nicht gelaufen. Der Arkzocker habe ich hier mit Krampi. Die sind immer noch im Überleben. Dann hier Max. Die sitzen im Auto drin. Die warten auf ihren Dude wahrscheinlich, damit es losgehen kann. Dune hat Benny überfahren. Uff. Der Arme. Naja, wenigstens überfahren und nicht in der Zone gestorben. Mary Jane haut die Ritz raus. Oder die Ritze, wollte ich gerade sagen. Haut Ritz raus. Heftig. Dragon, hier ist Dragon mit Stormy, Graffiti und Cannabis Sascha. Ich hoffe, er wird nicht geraucht, Leute. Ja, macht das. Oh, Timber hat Willi weggehauen. Und Kerim hat Hawkeye. Ein Headshot mit der K verpasst. Uff, das, ja. Es sind noch 51 am Leben. Ja, sag mal, wo sind die denn alle? Heftig, heftig. Also, das wird jetzt echt ein krasses Team. Ich denke, wenn, da muss man das wahrscheinlich hier so, Squad-Teams muss man wahrscheinlich auf 20, ja, ich sag mal so, auf vielleicht 30, 40 Spieler beschränken, weil ich glaube, 100 war heftig. 100 ist krass. Weil wir haben ja tatsächlich 100 voll bekommen. Auch für die Zuschauer doof wahrscheinlich mit dem Ruckeln. Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt zu stark ruckelt für die Spieler. Also für den Zuschauer mit Sicherheit, weil die sehen ja das, was wir sehen. Aber ich weiß halt nicht, wie das ist. Oh, jetzt war oben recht einiges los. Kerim haut den T503 raus. Kev liegt hier mit seinem Kumpel Dune rum. Ne, mit Sniper. Sniper-Killer. Und Dunes verreckt langsam. Ich glaube, die gehören nicht zusammen. Cannabis Sascha ist hier mit den restlichen Jungs. Stormy, Graffiti. Sind auf jeden Fall schon mal in der Zone. Bin mal gespannt. Yuki. Mit Sinon und Dobse. Sind auch noch alle am Start. Das wird sehr interessant. Also das wird sehr, sehr interessant. Langsam kommen sie alle. Und da hinten haut Virus raus. Und hier ist gerade Action. Graffiti wird beschossen von Krampi. Der weiß gar nicht, wo es herkommt. Und Graffiti ist... Oh, da ist die Waffe leer. Da hat er Glück. Wenn er jetzt weggeholt wird, dann hat er Glück. Wenn er jetzt weggeholt wird, dann hat Graffiti sowas von Glück. Nein, er wird gefinished von Krampi. Aber die Jungs sind jetzt auf jeden Fall aufgewacht. Ich hoffe, dass sie mitkriegen, woher das kommt. Stormy hat ihn jetzt wohl auf jeden Fall gesehen. Ja, Stormy guckt schon. Stormy sieht ihn. Und da wird er weggeholt von... Dragon kommt von der Seite und rettet es natürlich. So, aber das war noch nicht alles. Oh, hier ist was los, Chris. In, Alter, ich sehe nichts. Ich sehe einfach gar nichts. Okay, Crank und Playboy sind auch nur noch zu zweit. Uiuiui, hat er den nicht gesehen? Hier ist doch gerade Action, Mensch. Jetzt bin ich mal gespannt. Also, Crank hat ihn mit Sicherheit mitbekommen. Weil er sucht ihn. Aber er findet ihn nicht. Könnte jetzt böse enden. Sehr böse. Uiuiuiui. Zu viel auf einmal. Ja, Krampi, das war heftig. So, aber Crank hat da noch jemanden im Visier genommen. Muss aber aufpassen. Weil es sind ja immer wieder vier Leute, die aufeinandertreffen könnten. Deswegen, uff. Krank wird angeschossen von oben. Hat er mitbekommen. Oh, sauber. Und er haut den Kerim raus und rettet somit Playboy sein Leben. Weil, das war jetzt echt hart. Nice Aktion von Crank. So, was hat sich dazu getragen? Das, was der Benny geschrieben hat. Ja, ich sehe es gerade. Okay.
Alles klar. Nee, ist gar kein Problem, Benny. Ich regel das sofort. Gar kein Problem. So, sollte sich erledigt haben für den Dude. Melden. So, alles klar. Ist bearbeitet und raus. Alles klar, Benny. Danke für den Hinweis. Ja, ihr müsst mir sowas echt sagen. Und gerade wenn mir Leute sagen, die hier mehr als positiv auffallen, dass da Leute Scheiße bauen, dann wird das dementsprechend geahndet. Müsst ihr mir nur Bescheid geben. So. Was haben wir jetzt hier? Crank und Playboy. Uff, nice, Crank. Da hat das Hawkeye es kommen sehen. Was? Dragon hat es in der Zone nicht geschafft? Okay. Jetzt Marco Polo ist auch raus. Da wird jetzt aber echt viel geballert. Fatal Fabi ist raus vom Fatal Clan. Oh, da wurde aber jetzt hier das... den hat er noch, oder? Uff, der hat aber ein gutes Aim. Also Midship hat hier echt ein krasses Aim bewiesen. Sehr schön. Stormy auch? Was ist denn da los? Also da möchte ich aber einen Report haben, Leute. Was ist denn da passiert? Lol. Aber die Aktion vom Crank, die war richtig. Die war Crank. Alter Vater. Aber absolut. So, Dobse, Fatal Fabi auch down. Was ist denn hier los, Mensch? Also der Fatal-Clan ist wohl fast fatal am Ende. Nee, es sind noch drei Leute. Also alles gut. Wahrscheinlich nur ein Dude weg von denen. So, Dobse, Yuki, It's Blaze Forever und Sinon sind noch komplett. Dann Hawkeye ist wieder da und verteilt hier schon wieder die Shots mit seinem Kumpel, was? I am Fliask? Fliask? Oder Fliasko? Lord Nobody ist raus. Tunes auch tot. Uiuiuiui. Jetzt geht's aber hier Schlag auf Schlag. So, hier haben wir auf jeden Fall den DWC-Clan. Alle noch da, bis auf Real haben alle schon den Kill gemacht. Vielleicht, gut, man weiß jetzt nicht, wie das unterhalb den Teams so aufgebaut ist. Vielleicht spottet er nur, hat vielleicht ein größeres Visier oder sonst irgendwas. Und die anderen, man weiß nie, wie die Teams untereinander so vorgehen in Taktiken. Also da gibt es ja unterschiedliche Clan-Taktiken und deswegen kann man da auf Kills nicht unbedingt was zählen. So, aber das Sinon-Team, das baut er... Aura komplett weg durch Fatal. Mensch, warum sehen wir das denn nicht, ey? Warum sind wir denn da nicht drauf? Hier ist Fatal. Cassie, Brasco und Chrissy noch am Start. Aber das haben wir nicht mitbekommen. So, Toast Jeans haut Let's Paddy endlich mal raus. Da werden wieder Shots verteilt. Ich sehe nur nichts. Down ist keiner. Shark hat's vom Beast besorgt bekommen, wollte ich jetzt fast sagen. Aber er hat ihn quasi weggehauen. Aber das war wahrscheinlich abzusehen. So, Fatal auf jeden Fall noch zu dritt. Lord Nobody wird jetzt hier wahrscheinlich in der Zone leider sterben. Und wird dann seine Mates Timber und so in den Stich lassen. Ist natürlich nicht so schön, aber was soll man machen? Oh, da oben geht es jetzt richtig ab. Sinon, Place Forever, Yuki, Dobse, alle weg von Midship, Smokey. Alter Schwede, da wurde gerade richtig aufgeräumt. Da wurde gerade richtig aufgeräumt. Ja, da bin ich mal gespannt, was jetzt hier in diesem letzten Shrink dann passieren wird. So, da liegt sogar noch ein Loot-Drop. Wir sind hier vor Pushinki, wenn ich das richtig... Nee, nicht vor Pushinki, wer ist das? Milta, genau, vor Milta sind wir. Und da liegt noch ein Loot-Drop. So, die Teams sind noch nicht im neuen Circle drin, aber hier drüben geht es richtig ab. Das Haus wurde komplett besetzt vom DWC-Clan. Und da oben haben wir Hell Rampage. Dann haben wir Kev drin. Alter, hier ist noch einiges los. Also, der DWC-Clan hat es da mit Kev und Sniper-Kill zu tun. Alter Schwede, jetzt hat's Beast erwischt von Hell Rampage, der natürlich oben auf dem Haus sitzt. Uiuiuiui. Schlechte Posi. Aber da kommen die Mates schon vom DWC-Clan. Ah, da wird nicht mit Rauch gearbeitet. Die versuchen das ohne.
Ja, da wird auf jeden Fall gespottet, aber verteilt. Chrissy haut den Reel raus. Das ist jetzt natürlich schlecht. Da kommt die Granit. Und da wird geschossen, aber ich habe hier keine Übersicht, wo genau geschossen wird. Crank ist von Smokey rausgehauen worden. Uff, uff, uff. So, Beast ist wieder fit. DWC quasi jetzt mit 3 Mann noch on point hier oben. Die müssen aber aufpassen. Und jetzt haben wir da drüben Fatal mit 2. Dann haben wir noch Smokey und Midship. Dann haben wir noch Hawkeye in dieser kleinen Hütte da. Und I'm Filiasco, oder wie er heißt. Das wird jetzt interessant. Also da drüben kann auf jeden Fall noch was passieren. Hier sind auf jeden Fall die meisten. Und hier haben wir Smokey, Midship ist down. Er ist nur down, nicht gefinished worden. Das wurde wieder falsch angezeigt oben links. Aber jetzt geht's hier drüben los. DWC hat jetzt aufgeräumt. Kevin raus und Sniper Kill raus. So, da wird noch geschossen, aber ich sehe nicht von wo. Also, DWC. Fatal, Cassie, Chrissy raus und hinter Rampage. Hinter DWC war wer? Hinter DWC ist noch einer. Ja, dann richtig. In der Zone. Ja, 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 gerade gesehen, aber der wird nicht mehr angezeigt. Der wird nicht mehr angezeigt. Warum auch immer. Und Team 17 eliminiert. Hawkeye ist. Hawkeye hat Dings. Und DWC. Das könnte DWC jetzt werden hier. Wir haben noch 5 am Leben. DWC ist zu dritt. Gegen 2 Mann Hawkeye und davon ist einer down. Wir haben jetzt hier noch Fiasco und Hawkeye. Hawkeye und Fiasco. Fiasco ist down. Oder Filiasco. Keine Ahnung. Und? Ja, wir sneaken da mal dahinter und sehen, da wird auf jeden Fall geholfen. So, DWC. Wenn jetzt hier nichts mehr schief geht, wird das auf jeden Fall eine DWC-Runde. Das ist natürlich gute Werbung für den Clan. Grüße gehen raus an den Flo. Und Beast, DWC, T-Bone. Alle haben sich aufgeteilt. Shadow linke Seite. Beast macht die Mitte und rechts kommt T-Bone. Also, wenn da nichts mehr anbrennt, ich glaube, das haben die dann locker im Sack. So, Hawkeye ist schon mal raus. Jetzt gibt es nur noch einen und da ist T-Bone schon dran. Er bearbeitet ihn schon und jetzt sehen sie ihn. Hier seht ihr es aus der Position von Shadow. Shadow sieht ihn auch, also er hat gar keine Chance gehabt. Rechts wie links einfach mal voll reingenommen worden und GG DWC. Das war mal geil. That's the sound of the police. Nice. Besser konnte ich es nicht sagen. DWC-Clan, somit jeweils, also Beast 3 Kills, D-Bone 3 Kills und Shadow 2 Kills und Real 1 Kill. Und dann kommt das Team Hawkeye. Ich weiß nicht, ob es zusammengewürfelt war, ich kenne die Dudes nicht, aber 7 Kills hat Hawkeye alleine gemacht. Dann haben wir das Team von Smokey mit Timber 1000, Midship kenne ich jetzt auch nicht, Lord Nobody kennen wir schon. Dann der Fatal-Clan, 4. Platz, das war leider fatal, dass sie da nicht so weit gekommen sind. Aber auch da mit 7 Kills in Gesamt. Hell Rampage, auch positiv aufgefallen, hat 7 Kills weggemacht. Also richtig nice. Wo sehen wir denn hier die anderen? Crank auf Platz 7 mit Westside, der leider ein bisschen aus der Rolle gefallen ist, wird aber wohl nicht mehr mitspielen dürfen. Das hat gerade die Regie entschieden. So, und da würde ich sagen, gehen wir mal zurück ins Studio.